Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zum nun auch schon 17. Teil Musikgeschichte. Ganz ehrlich, die Serie neigt sich dem Ende. Wir gehen nämlich so ein bisschen die konkreten, coolen Ideen aus. Und ich habe jetzt auch nicht so Lust, die ganze Zeit nur irgendwelche Komponisten runterzurattern. Ich habe andere tolle Pläne, aber wie gesagt, es neigt sich dem Ende. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir für heute noch was Schönes ausgedacht. Und zwar eine Musikrichtung, die ich selber sehr, sehr gerne höre, sehr, sehr gerne mache. Und es geht um New Wave, respektive Post-Punk. So die Schiene. Ich finde das sehr, sehr schwierig, da jetzt einen Begriff zu finden, weil es überschneidet sich sehr, sehr stark. Und ich habe auch in der ganzen Recherche dazu festgestellt, dass es wirklich schwer ist, hier jetzt eine geschichtliche Abgrenzung zu machen mit Jahreszahlen und so ein Zeug, weil sich das alles sehr, sehr fließend entwickelt hat und auch diese Begriffe sehr, 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 sehr weit sind. Also es gibt einfach sehr, sehr unterschiedliche Bands, die aber beide irgendwie unter dem Begriff New Wave oder Post-Punk fallen. Und deswegen das Ganze heute ein wenig anders, in Anführungsstrichen. So, fangen wir mal vorne an. Wo kommt das Ganze her? Wenn wir den Begriff Post-Punk nehmen, da ist das Wort Punk drin und ja, da kommt es her. Deswegen fangen wir mal gleich mit dem ersten Link an. Ich gebe euch hier mal was zu hören von den Sex Pistols. So, wenn ihr euch die anhört, haue ich gleich den nächsten Link hinten dran. Das hier ist jetzt nämlich Talking Head. Und wenn wir uns Sex Pistols anhören und dann Talking Head anhören, dann hat das einen Übergang, wie ich finde, weil Talking Head ist quasi Punk, also Talking Head steht jetzt stellvertretend für einige andere Bands dieser Epoche. Und was Talking Head machen, ist im Prinzip Punk, von der Art her, auch von der Ruffigkeit her, auch von der von den Skills her und sowas. Es ist noch im Prinzip Punk, aber die Texte sind ein bisschen anders, es ist ein bisschen mehr lustig, es ist weniger aggressiv, beziehungsweise, ja, auf der einen Seite lustiger, auf der anderen Seite auch ein bisschen schwerer, wenn man sich verschiedene Talking Head Songs und sowas anhört. Also der Punk entwickelt sich weiter und dann haben wir ja schon das Wort Post-Punk, also nach dem Punk, die Weiterentwicklung des Punks. Ich stand letztens mit irgendwem draußen, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wer es war, der hat dann gedacht, Post-Punk wäre so Emo-Core-Zeug, aber das ist ja dann eine ganz andere Schiene. Nein, es geht im Prinzip darum, was wurde aus Punk? Und das ist eigentlich die Lösung von den eigentlichen Spielarten. Also von dem auf die Mütze, das geht ja dann quasi komplett weg. So, genau. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass sich quasi der Punk etwas verlangsamt hat und etwas bürgerlicher wurde, nennen wir es mal so. Und daraus oder parallel dazu kommen dann ganz viele Bands. Das erste Beispiel, was ich jetzt auch noch hinten dran kriege, ist heute sehr beispielbelastet. The Smiths. Smiths ist auch unglaublich wichtig, unglaublich großartige Band. Morrisseys Texte, sehr, sehr geil. Weitere Bands, natürlich Joy Division, natürlich The Cure. Aber dann auch so Sachen wie zum Beispiel Police. Oder sowas, würde ich durchaus noch zum Post-Punk zählen. Und Police fangen jetzt zum Beispiel schon damit an, andere Musikrichtungen mit reinzunehmen. Und das ist was sowohl den Post-Punk, ja, weniger den Post-Punk, mehr den New Wave nachher betrifft, dass er sich nämlich von allen Seiten Inspiration holt. Komme ich gleich hin. Post-Punk gibt es, wie ich finde, heute noch. Und ich finde den Namen Post-Punk Revival sehr, sehr schön. Da sei einfach meine Leib- und Magenband. Ich habe heute mal wieder ein Konzert, ein T-Shirt dieser Band an. Editors. Ich hau euch einfach auch mal hier einen Link hin. Das heißt, wenn ihr das jetzt in Reihe hört, ihr habt die Sex Pistols gehört, daraus wurden Talking Head. The Smiths geht auch noch in die Richtung. Und aktuell haben wir Editors. Sex Pistols so 70er Jahre, zweite Hälfte 70er Jahre und der Rest dann 80er Jahre. Und jetzt modern quasi Editors. So.
Jetzt hört ihr ja schon auch in den Editors einiges an Synthesizern drin und das habe ich mir jetzt so ein bisschen für den New Wave aufgespart. Ich weiß, dass auch im Postpunk Synthesizer vorkommen, aber der New Wave ist dann so die richtige Dynastie von Synth. Man nehme mal Ultravox mit ihrem ersten Album, packe ich auch den Link hin und hier findet man dann den Übergang. Das würde ich jetzt einfach mal so als den Übergang aus dem gitarrenlastigen Postpunk in den synthilastigen New Wave nehmen. Im Prinzip ist das so ein, ja, sie haben den Punk genommen, sie haben Synthis mit draufgeschmissen, sie haben Glamrock mit draufgeschmissen und das Ganze noch für die damalige Zeit futuristisch gemacht. Und tada, wir haben New Wave. Das heißt, alles ein bisschen neuer, alles ein bisschen moderner, technischer, freakiger in Sachen von eben Instrumente und Synthesizer in rauen Mengen. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Bands und ich haue verschieden auf dem Bildschirm dazu die Links. Depeche Mode, na, Kommentar, hier, Depeche Mode, sehr, sehr wichtig. In dem 80er-Jahre-Video hat jemand gesagt, ich habe Depeche Mode nicht erwähnt. Ja, habe ich nicht. Hier sind sie. Depeche Mode, unglaublich, unglaublich wichtige Band, unglaublich große Band, kennt, denke ich, jeder. Duran Duran, die nehmen dann zum Beispiel noch den Funk zum Beispiel mit rein und Soul und so ein Zeug. Gehört aber alles noch in den New Wave, aber sie bedienen sich dann bei wieder anderem. Und aus Deutschland packe ich einfach, ja, wir haben sie alle schon tot gehört, aber trotzdem Nena mal noch mit dazu. Das ist nämlich dann die neue deutsche Welle, New Wave, neue Welle, neue deutsche Welle, bam, da haben wir den Übergang. Das ist im Prinzip das, was so in Deutschland da draus geworden ist. Und es ist eigentlich das Gleiche in Grün. Jetzt hat zwar die neue deutsche Welle ein paar Sachen auch schon revolutioniert, was so Beats angeht und auch Songarrangement und so ein Zeug, aber eigentlich ist die neue deutsche Welle die Antwort auf New Wave, den es schon vorher gab, der im Prinzip aus England zu uns kam. Genau. Was macht New Wave aus? Also, ne, wir kommen vom Punk. Der Punk wurde quasi bürgerlich, wurde prekariär. Ist das der richtige Begriff? Ich weiß es gerade nicht. Also, er wurde auf jeden Fall spießiger. Ich wollte jetzt einfach mal noch ein Fachwort reinschmeißen. Punk wurde spießiger und die Texte haben sich geändert. Das Ganze dann auch noch modern und futuristisch aufgeblasen, eher positiv von der Message gehalten, von dem Aggressiven sind wir schon lange weg. Und dann haben wir diesen langen Weg gemacht. Und was da halt dann passiert ist, die einen haben das positiv gemacht und die anderen haben das schwer belastet. Und daraus ist dann so die Gothic-Szene im Prinzip oder die Musik der Gothic-Welt entstanden. Und das dann halt alles in eher düster und traurig. Daraus haben wir dann Dark Wave, Cold Wave, diese ganze Schiene. New Wave ist für mich so ein bisschen der Überbegriff. Aber halt das Positive. Und das Positive, also das Lustige, eben Neue Deutsche Welle und Duran Duran und so ein Zeug. Und das Düstere ist dann halt eben der Dark Wave. Gehört aber, wie ich finde, alles noch irgendwie zusammen. Wichtig ist halt, dass sich diese Musik sehr, sehr vielem bedient hat und daraus auch dann so ein bisschen die Popmusik wurde, die wir heute hören. Ich meine, Duran Duran ist eine Popband, schlicht und ergreifend. Ich könnte jetzt auch noch Spandau Ballet nennen oder so ein Zeug. Alles im Prinzip Vorreiter der Popmusik und auch die Popmusik heute bedient sich ja frei immer irgendwas. Da ist mal R&B drin, da ist mal Rock drin, da ist mal Schieß mich tot drin. Mittlerweile sehr, sehr viel 80er. New Wave. Ne? Also wenn Leute von 80er Musik reden, meinen sie meistens New Wave. Genau. Ja, das einfach mal zu dieser schönen Musik. Kurz und knackig. Ich hoffe, das war ein wenig aufschlussreich für euch. Ich sag wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Freue mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas einfällt. Irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Dinge, whatsoever. Freue ich mich immer sehr drüber. Und natürlich auf Abonnieren klicken macht mich auch immer happy. Und schaut auch gerne mal auf meinem Patreon-Account vorbei. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Tschüssi, Lieben.